Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ja, ich hab's hingekriegt, es leckt nicht mehr so extrem manchmal, je nach Gebiet. Mit dem Nvidia Inspector habe ich das ein bisschen eingegrenzt. Auch der Lüfter ist nicht mehr so laut am Blasen, weil es ist sowieso nur 10% überlastet, also angelastet der Lüfter und trotzdem so laut. Jetzt läuft es relativ gut. Aber ihr habt ja nie gehört, den Lüfter. Das ist gut wegen dem Headset. Das ist schon ein cooles Headset, aber eben schon recht knapp kaputt. Also ja, ich brauche ein neues Headset. Ja, ich habe halt einfach nicht genug Geld für das zur Verfügung. Ah, okay, ins Gebäude kann man auch noch reinglitschen. Guten Tag, ich bin drin. Ich habe ein Schild. Ui. Ja, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen gewöhnen an das Spiel, weil ja, es macht mir einfach keinen Spaß mehr, die ganze Zeit irgendwelche Lags zu haben. Jetzt habe ich nur 42 FPS, aber ja, immerhin geht es. Also ich muss es noch ein bisschen anpassen und jetzt. Aber wieso werden Spiele so unfertig auf den Markt gebracht? Die Pakete, die man bekommt, also es werden ja immer Pakete verschickt, die Grafiken und so. Sind einfach zu viele. Viele Steam-Games können einfach nicht Performance so richtig rausbringen, weil sie einfach Probleme machen oder zu viele Pakete verschicken. Und das ist natürlich nicht so toll, vor allem für meinen PC, der 8-Kerne-Grafikkarte hat, ist es nicht so gut. 4-Kerne, sorry. 8-Kerne hat der Prozessor. Und das macht natürlich schon Probleme. Ich habe übrigens ja bei Transport Fever ja Kommentar geschrieben bei Steam im Forum. Und dort ja haben die Leute irgendwie das nicht verstanden, wieso ich so einen guten PC habe, obwohl das 4 Jahre ist. Und ich denke schon, wieso. Also da hat einfach HP, also Hewlett Packard, da echt viel Gutes getan für meinen PC. Ich bin froh, dass ich den PC überhaupt gekauft habe damals. Jetzt brauche ich aber mittlerweile schon ein neues für die Spiele, die so viele Pakete versenden wie Transport Fever oder Last Epoch. Ist es einfach nicht gut genug. Und ja. Ich tue ja Videos aufnehmen, das macht ja auch noch mal ein bisschen Performance-Einbrüche und deshalb ja. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt momentan sowieso gerade ein bisschen stinkig auf YouTube und so. Eventuell livestreame ich halt auf Twitch, wenn ich dann wieder kann, weil ich kann auf Twitch nicht mich anmelden, weil ich das Telefon, also eine SMS bekommen muss. Und ja, die unterstützen mich auch nicht. Ja, Blind Enemies ist eigentlich cool, aber wir gehen noch auf Vitalität. Vitalität ist immer gut. Diese bösen Monster-Resistenzen, also die unheimlichen Resistenzen, Necromancy, Void und das ist das letzte Gift, genau. Muss man einfach geschützt sein. So, wir haben noch hier ein paar Punkte reinzusetzen. Und jetzt müssen wir in die Vergangenheit gehen, oder ich weiß gar nicht, was das für eine Zeit ist, oder die Zukunft. Schauen wir gleich mal hier. Also in die Zukunft, okay? Da, bei Ruined College müssen wir hin. Da die Level, die Gegner mitleveln, wird es halt jetzt hier auch ein bisschen schwer sein. Ich denke aber nicht so schwer wie das Gebiet vorher, das große Gebiet. Ja, sie leveln doch nicht ganz so schwer mit, aber dennoch, man kann es auch hier gute Items finden und so. Aber lieber warten, bis wir da beim Arena sind und so. Bei der Arena. Ah, da muss ich anders herum. Ah, hier geht's auch durch. Ja, hier sind die Gegner wieder ein bisschen zu leicht. Aber sie sind gleich level wie ich. Hier komme ich nicht.
Ja, und ich bin momentan extremst, wie soll man das sagen? Frustresistenz, Stressresistenz, weil ich genug Tabletten nehme jetzt. Das Hydrocortisone. Das hilft mir schon echt viel mehr, wenn ich es mehr nehme. Und ich denke, ich bin endlich so frustresistent, dass ich eigentlich alles geben kann jetzt. Weil manche Games natürlich schon echt auf den Frust gehen. Vor allem, wenn man halt immer wieder sterben muss oder einfach ein bisschen verwirrt ist wegen der Story, wegen dem Spiel, wegen der Steuerung vor allem manchmal. Habe ich so ein bisschen Probleme, weil ich halt einfach krank bin. Ich habe eine Untereffizienz der Hormone. Suffizienz, also produziere nicht immer alle Hormone genug. Ah, was ist das für ein Vieh? Das ist ein Mega-Insekt. Ah, wir wohnen in der Nähe von einem Wald und deshalb haben wir immer Viecher in der Wohnung. Von draußen, vom Fenster. Kommen immer sehr viele Viecher rein. Und hat gerade gekitzelt und kitzelt wieder. Ach, so ein Käfer, so eine Ameise, also so eine fliegende Ameise, irgendwie so. Ja, die Insekten nerven schon, weil sie Insekten sind. Sie sind Insekten. Oh. Nein. Ja, sie sind vielleicht schon Insekten. Vielleicht sind sie bösartig. Chitin-tragende Mistviecher. Aber bitte nicht auf meine Hand, gell? Sonst kann ich nicht mit der Maus steuern. So, hey, das macht so viel mehr Spaß, wenn es einfach schneller lädt und da ist endlich mal ein bisschen weniger Probleme. Aber wieso können die das Entwickler nicht machen? Oder wenigstens sagen, wie man das bereinigt, das Laggen. Ah. Die Entwickler von Transport Fever 2 bringen das Spiel raus, patchen aber nicht noch. Nö, das Spiel ist für die fertig. Denke ich mich einfach, mir einfach. Hä? Was sind das für Entwickler? Sind sie überfordert, ein Spiel rauszubringen? Dann mach nicht so ein großes Spiel. Aber wieso sind Spiele immer so mega unfertig, wenn sie rauskommen? Oh, Geld, man bekommt Geld selber. Dabei hätten sie tausendmal mehr Geld, wenn sie fertige Spiele rausbringen oder wenigstens patchen. Aber machen sie nicht, nö. Die wollen die Spiele einfach, dass sie haten. Und so weiter. Ja. Gut. Finde ich toll. Finde ich echt toll. Jetzt kommt der Bobo wieder. Damage machen. Ich finde die Attacke mega geil. Aber sie ist schon viel zu langsam. Wieso droppst du nichts? Ich liebe solche Gegner, aber die sind nur schwer, droppen nichts. Ja. Boah, jetzt war es ein Lag. Okay. Das könnte ich noch einstellen. Also V-Sync habe ich aus. Ich habe irgendwie Blur angemacht. Sieht man das in diesem Game? Also Blur ist schon an, deshalb brauche ich das eigentlich nicht anzumachen. Inspector. Oder doch schon anzulassen, weil es natürlich noch mehr bringt. An Performance, wenn du Blur anhast. Aber Blur ist mir nicht so wichtig. Sieht eher scheiße aus mit Blur als ohne Blur. Blur ist ja das, dass man die Lichteffekte und so ein bisschen verschwommen hat manchmal und so. Das ist für mich nicht so gut. Ich kann mich halt zwar ehren, das ist etwas anders. Blur ist, glaube ich, Schatten und Licht heller. Also Schatten dunkler und. Ah, ich habe ein Bier gefunden, habt ihr gesehen? Je nachdem heißen manchmal die Heiltränke anders. Und da ist jetzt Bier gewesen, dann gibt es, glaube ich, noch Flasche, irgendwie so etwas. Das ist eigentlich alles Mögliche gibt's. Das ist eine gute Idee. Das ist echt eine gute Idee. Aber ich könnte es noch mega in die Spitze treiben. Ich muss das irgendwie modden können. Das Spiel. Gibt es Mods für das Spiel? Nein, gibt es nicht, gell? Wegen dem Online-Modus.
Boah, macht der Damage, ey, und schnell. Ja. Klingt sie. Sind sie der Opa? Er ist ein bisschen skelettartig, so ein bisschen. Ja. Wieso bekomme ich so viel Damage momentan? Ist der Gegner so schwer geworden? Kurz schauen. Okay, verdoppelt. Sehr schön. Aber es ist ein bisschen billig, einfach verdoppelt. Hätten die nicht irgendwie einen Sonnenbonus gemacht, machen können. Ah, der bekommt fast keinen Schaden. Freeze Multiplayer, irgendwie ist ein Freeze-Bild. Sorry. Der mega auf Einfrieren geht, möchte ich mal spielen. Kennt jemand einen guten? Also ich habe einen gestartet mit Frost Nova, Frost Sphäre. Aber ja, es ist nicht so bis jetzt gut gelaufen. Ich brauche einfach noch Items, die stärker sind. Ah ja, aber ich mache ihn mal weiter. Da werde ich ein paar mal mit dem spielen und zeigen. Schauen, wie er abgeht. Aber Frostsphäre ist halt so Oculus Spell und sehr spät. Ja, und jetzt muss ich. Aha, ins Lager. Das kann man leider nur durch diesen End of Time Ding machen, aber. Ja. Das ist ja gleich hier an die Ecke. So. Ja, ich hoffe, dass es jetzt einfach noch ein bisschen besser einstellbar ist mit dem Performance. Sonst müssen wir auf einen Patch warten und die Patch natürlich sehr schlecht. Das weg. Es gibt halt einfach keine talentierten Techniker mehr wie früher. Man merkt schon, dass sie ja. Eigentlich immer weniger können. Okay, jetzt haben wir das hier. Mehr Projektile fired. Jetzt nehmen wir das. Aber noch ein Punkt hier rein. Conviction. Wegen der Penetration. So, was haben wir denn? Sigil of Hope. Hä? Komm, oder Smite. Smite ist halt auch cool, aber eher für einen Magier-Nahkämpfer oder so. Ja, und heilt. Aber der Beste ist Forge Strike. Haben wir Forge Strike? Müssen wir kurz in den passiven Baum schauen. Forge Guard, Forge Strike. Hier haben wir das. Der ist geil. So ein Forge Strike habe ich gemacht im letzten Patch. Aber jetzt kam der Forge Strike hierhin. Also man muss Forge Guard Ding machen. Wir haben aber Paladin schon genommen. Jetzt haben wir hier auch die Punkte oben. Ja. Geht also nicht. Ich finde es so cool, einfach Kisten kaputt zu machen. Mit Charge. Ich glaube, die Mücke, die Ameise hat mich gestochen hier. Was ist denn das für ein Vieh? Das könnte es sein. Sieht aus wie eine Ameise mit Flügel, aber nicht so lang, eher dick. Keine Ahnung. Mit Insekten kenne ich mich nicht aus. Auch mit Sekten nicht. So diese amerikanischen, also Scientology oder wie sie heißen, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wo ich eigentlich immer über sie höre, in den Nachrichten so. Weiß ich gar nicht, was haben denn die für Probleme, dass sie so schlecht ankommen. Die müssen ja etwas Bestimmtes machen, damit sie so schlecht ankommen. Aber ich glaube, irgendwie sind sie, wie sagt man dem, wenn man Kinder verführt und so. Also einfach, dass sie die Kinder so sehr manipulieren, sozusagen.
Und die Erwachsenen eigentlich auch, dann ist ja der Brad Pitt bei Cinchalo Chic. Ich kann das nicht ausspielen. Ja. Das liegt wahrscheinlich auch an ADHS, dass man nicht so gut alles aussprechen kann, obwohl man denkt, es sei alles leicht zum Aussprechen. Und Namen merken kann ich mir halt auch nicht so richtig gut. Ich kann schon gut, aber ich muss wirklich die Konzentration auch haben, wenn jemand den Namen sagt oder so. Deshalb, wenn ich mal Kommentare vorlese und den Namen nicht mehr weiß oder so, dann tut mir sehr leid. Könnt ihr selber schauen, wer es war. Ja, und ich kaufe mir morgen den Bildschirm, dann können wir auch livestreamen. Ich würde gerne ein bisschen Last Epoch livestreamen. Werden wir dann sehen, hä? Aber ich muss mir halt auch Zeit nehmen können. Ja, Streaming ist halt auch wirklich ein knallharter Zeitjob. Da, ja, kann es schon manchmal ein bisschen dauern. Ja. 16, okay. Und im zweiten Bild kann ich eben auch die Zeitangaben dann sehen. Ja, es wird für euch auch ein riesen Luxussprung sein, bei mir zuzuschauen. Und Dankeschön, dass meine Videos jetzt wirklich super geschaut werden. Macht's ruhig weiter, aber nehmt euch nicht zu viel Zeit. Also, nehmt so viel Zeit, wie ihr möchtet und nicht allzu viel Zeit. Ich bin ja nicht abhängig von Erfolg. Ich bin eher ein, ja, Hobby-Livestreamer und Let's Player. Deshalb brauche ich jetzt nicht unbedingt so viel Unterstützung. Eher Geld, also Spenden, also vielleicht Likes, ein bisschen Werbung machen unter euren Kollegen oder so. Dann hilft es mir mehr, als jetzt irgendwie da die ganze Zeit zu helfen oder so. Oder einfach mitmachen in den Games. Mal sagen, ja, ich möchte gerne mal dabei sein bei Last Epoch. Dürft ihr mit mir spielen, aber ja, Last Epoch geht noch nicht mit dem Zusammenspielen. Das dauert noch ein bisschen. Jo, und ab dem 31. Januar gibt es dann auch, wie heißt das Game? Wolken, genau. Da werde ich natürlich Wolken auch noch suchten. Oh, und dann geht ja weiter und ja. Game Down habe ich wenigstens nicht so viele Probleme mit der Performance. Eigentlich gar keine. Ja. Aber ich weiß noch, dieses Programm hatte ich schon mal, also Nvidia Inspector. Und damals konnte ich mich einfach noch nicht aus mit den verschiedenen Menüs. Übertakten der Grafikkarte und so. Ja, habe ich einfach noch nicht so verstanden. Mann, ich bin einfach zu schlecht. Gegner sind zu sehr. Wir bekommen immer diese Hucke voll. Ja, die Entwickler denken immer, ja, jeder Charakter kann so schnell töten, dass der nicht attackieren kann. Aber immer leckliert. Leckliert, leckliert. Oder Liev. Leckliert. Falsche Items mit. Unnütze Items. Part 1. Guten Tag. Haben Sie eine Pizza bestellt? Nicht? Oh. Ich bin der Pizzabäcker. Ich mache euch Brandschaden. Wie Pizza Brandschaden bekommt. Schön schwarz, kokelig. Pizza, Bäcker, Drago ist unterwegs, hallo. Ah, guten Tag, was seid denn ihr für große Dinger? Ihr seid Riesenskelette. Komm her, du Feiglinge. Boah, sind Charge voll ins Arsch. So. Hier links müssen wir nicht durch. Wir gehen raus, wir machen kurz ein bisschen Frieden. Und im nächsten Paar gehen wir da noch in die
die optimale Höhle, denke ich mal. Ich mache lieber weiter. Wenn ich Unix nicht so brauche, weil da droppen relativ viele Unix. Aber ja, es wurde auch genervt schon. Lohnt sich nicht mehr so gut. Und die Höhle ist hier rechts. Einfach hier rechts abgehen. So, dann haben wir das Waypoint erreicht. Das Level machen wir noch kurz. Ah, das wurde aber auch erneuert hier. Jetzt gibt es hier auch noch so einen Weg. Ich finde es cool, also. Schade eben, dass es so verbraucht ist mit Zeitreisen, aber ich hätte gerne mal so ein Spiel mit Zeitreisen. Das auch ein bisschen zeigt, was man so noch machen kann mit Zeitsprüngen und so weiter. Für mich ist es nicht langweilig. Ja, jetzt haben wir hier fertig. Nehmen wir das noch. Naja, wir haben noch nicht fertig. Also hier ist Crit und hier ist Crit Multiplayer. Ja, machen wir noch ein bisschen Damage rein. So. Also wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen und einen schönen, gemütlichen und spaßigen Abend. Tschüss!